Diese Aussagen sind absolut schockierend und gleichzeitig eine riesengroße Blamage für die Bundesregierung. Hallo meine Lieben, ich glaube, ich habe noch nie so viele Thumbnails gemacht mit der Aussage Blamage und darauf immer dasselbe Gesicht. Denn es passiert immer und immer wieder. Und diesmal bei der Evakuierung von Deutschen, also wirklich ein ernsthaftes Thema, wo sich Deutschland wieder absolut bloßstellt. Und man fragt sich, ist das jetzt irgendwie noch zufällig oder ist das wie so ein Drehbuch, wo man schon so abliest, ah, da kannst du wieder irgendwo ins Fettnäpfchen treten. Aber schauen wir uns das genau an. Jetzt pass auf, Apollo News berichtet, Bundesregierung verlangt von Deutschen in Israel, und jetzt halte dich fest, 300 Euro Gebühr für die Evakuierung. Und sie fassen das ganz schön zusammen. Die Bundesregierung blamiert sich bei der Evakuierung deutscher Staatsbürger aus Israel. Nachdem sich Außenministerin Annalena Baerbock konsequent geweigert hat, Militärflugzeuge einzusetzen, kommt jetzt raus, dass die Bundesregierung eine Gebühr von 300 Euro pro Person für die Evakuierung fordert. Ja, das machen andere Länder nicht so. Plus, erstmal, als allererstes, anstatt dass man sagt, okay, wir müssen jetzt alles daran setzen, wie ein Scholz sagt, wir müssen alles daran setzen, um Syrer nach Deutschland einzufliegen, weil sie sich in Gefahr begeben. Naja, dasselbe würde man jetzt eigentlich von deutschen Staatsbürgern genauso verlangen. Aber nein, erstmal hieß es, nee, gar nicht. Dann ja keine Militärflugzeuge, weil nämlich vielleicht, vermutlich, man weiß es nicht, könnte es ja sein, dass Frau Baerbock aufgrund der CO2-Werte und so weiter keine Militärflugzeuge benutzen möchte. Oder, aber warte mal kurz, hier, was hat sie gemacht? Hohe Zusatzkosten nach Baerbocks Pannenflug? Das war erst im September diesen Jahres, nach dem gescheiterten Australien-Trip, folgte die Rechnung. Es waren also für das Auswärtige Amt mehr als 100.000 Euro. Das ist in Ordnung, ist ja nur ein Pannenflug, passiert aber immer wieder, obwohl man eigentlich auf was anderes setzen wollte, zumindest Frau Baerbock. Also von daher, kann es denn überhaupt daran liegen, dass man irgendwie umwelttechnische Dinge? Nein, aber vielleicht liegt es aufgrund von Einmischungsfaktoren. Wenn jetzt deutsche Militärflugzeuge plötzlich aufkreuzen, nicht, dass man denkt, dass sich Deutschland einmischt, aber warte mal. Deutschland mischt sich überall ein und vor allem Frau Baerbock ganz vorne mit dran. Sie reist um die ganze Welt, um jeden davon zu überzeugen, der Ukraine zu helfen. Aber warte, das ist Schnee von gestern. Jetzt muss man um die Welt reisen, um Israel zu helfen. Wobei sich da jetzt erstmal alle einig sind, außer in Deutschland, denn da gibt es ziemlich viele Demos von Menschen, die auf der anderen Seite stehen. Naja, kunterbunte Welt und man weiß es eben nicht, warum das so sein soll. Diesen Donnerstag und Freitag sollen Sonderflüge der deutschen Lufthansa auf Bitten des Auswärtigen Amtes Deutsche aus Israel evakuieren. Zuerst wurden die Flüge der Lufthansa eingestellt und hier hieß es, aufgrund von Gefahren wird das hier auch nicht aufgenommen. Es sind bis zu 4 Flüge pro Tag geplant. Naja, der Druck war wohl zu groß, also musste man dann doch irgendwie reagieren. Die Flugzeuge werden in München und Frankfurt landen. Einem Schreiben der deutschen Botschaft in Tel Aviv zufolge wird von jedem Deutschen, der evakuiert wird, eine Gebühr von 300 Euro erhoben. Ich meine, sollen die Steuerzahler drauf sitzen bleiben? Ja, warte mal, wie wird denn sonst eigentlich wie wird denn sonst das Ganze gemacht? Ich meine, hier zum Beispiel gibt es ein Bundesaufnahmeprogramm für Afghanistan. Mhm. Hier wird aber kein Geld verlangt von denjenigen und hier heißt es, das Programm startet am 17.10.2022, also du siehst schon, ist schon etwas älter, befindet sich nun in der Umsetzung. Auf dieser Webseite informiert das Bundesministerium des Innern und für Heimat sowie das Auswärtige Amt über das Programm. Aufgrund wiederholter Nachfrage möchten wir darauf hinweisen, dass individuelle Bewerbungen für das Bundesaufnahmeprogramm nicht möglich sind. Das machen sie schon selber, ne? Ja. Das, also ich weiß es nicht, wie ihr das seht, aber das ist doch absolut die absolute Höhe. Und man muss sagen, es wirft natürlich jetzt irgendwie ein ganz, ganz merkwürdiges Licht auf das gesamte Krisenmanagement der Ampel. Ja, nicht nur Annalena Baerbock hat das zu entscheiden, aber prinzipiell müsste man schon sagen, wie hoch ist eigentlich und deswegen und vielen Dank dafür, denn viele von euch haben mich gefragt zu diesem Thema oder mir geschrieben zu diesem Thema, dass sie es absolut unfassbar finden. Hier auch ein großes Dankeschön an den lieben Dennis, der hier eine kleine Zusammenstellung geleistet hat.
Und da hat er eine Frage gestellt, der Hass auf die eigene Bevölkerung ist doch kaum mehr zu toppen. Oder eine Aussage gestellt. Und das ist doch wirklich das, was sich jetzt sehr viele Menschen denken. Denn warum fährt man auf der einen Seite so, man selbst handelt nochmal anders und beim eigenen Volke dann nochmal so? Da ist doch die Aussage, ist mir egal, was meine deutschen Wähler denken, doch wirklich ganz, ganz grob. Und nach den Wahlergebnissen frage ich mich, warum hier überhaupt noch irgendwelche Prozente stehen. Nur meine Frage, aber vielleicht seht ihr das ganz anders und sagt, hey, hey, das ist das perfekte Krisenmanagement und jeder sollte so fleißig mit den Steuergeldern umgehen und dann auch von den eigenen Volk ja, verlangen, etwas draufzuzahlen. Reicht ja nicht, dass man dann immer zahlt und die Leistungsträger dann immer wieder einen draufsetzen müssen, aber von den eigenen Steuergeldern, da wird doch nicht das eigene Volk dann noch irgendwie damit finanziert. Man hat ja sonst so viele Finanzierungsquellen, die man leisten muss. Und deswegen sage ich dir, Leute, macht euch nicht abhängig von einer Regierung. Schaut, dass du selbst alles dir so weit leisten kannst, dass du niemals von Entscheidungen, von Geldern oder sonstiges abhängig bist. Und ja, da ist eben meine Lösung die finanzielle Unabhängigkeit. Das ist unsere Lösung von unserem Unternehmen, rieger-consulting.com. Schau gerne vorbei. Es kann so einfach sein und doch ist es so fern, weil es niemals, weil wir es niemals vermittelt bekommen. Was wir vermittelt bekommen, ist von Anfang an, wie man schön abhängig von dem System, von den ganzen Geschehnissen, von der Manipulation ist. Und wie man sich unabhängig macht, das weiß man nicht. Wie kann man sein Geld für sich arbeiten lassen? Das weiß man eben nicht. Das wurde einem nie beigebracht. Also gar keine, man braucht sich gar nicht schlecht fühlen. Es ist eben so. So wird das nicht beigebracht. Aber man kann es sich selbst bzw. mit einem guten Programm wie unserem sehr gut beibringen lassen. Und deswegen, wie gesagt, schau auf unserer Seite vorbei, trag dich gerne zum kostenlosen, unverbindlichen Erstgespräch ein. Es ist echt heftig, was hier passiert. Und immer wieder ist es so, eigentlich auch, wie gesagt, lustig auf der anderen Seite, weil man immer wieder ins Gesicht gesagt bekommt oder geschlagen bekommt, wie wichtig es ist, jetzt an Lösungsansätze zu denken. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie du das siehst. Und wir sehen uns natürlich beim nächsten Video. Bye!